Helixriss Training, okay. Wir können mal einen Helixriss machen. Wenn wir gerade schön in der Nähe sind. Die sind sehr spannend, die Dinger. Ich fand die sehr. Also schnell auf Geschicklichkeit und ohne langes Drumreden sind die Dinger. Da muss man wirklich Geschicklichkeit beweisen, um schnell dahin durchzukommen. Ja, das ist so, dass man zwischen dieser Welt hier auf einen anderen Server in diesem Sa Sinne wechselt, dieser aber beschädigt sein kann. Und wir entweder irgendwas retten müssen oder nur durchlaufen müssen, weil wir durch Abstergo wieder verfolgt werden. So schwer. Wir probieren es einfach. Vielleicht kriege ich es hin. Vielleicht auch nicht. Da muss ich halt ein bisschen neue Ausrüstung kaufen. Normal funktioniert es relativ gut, dass man auch durch diese ein Diamant, zwei Diamant Schwierigkeitsstände kommt. Muss ja mal gehen. Muss ja das Mikro im Schnell schon relativ ganz gut durchkommt, aber so bei 3, 4 ist es schon heftig. Dann sind die Gegner auch stärker, die sind ziemlich gut angepasst. Schön, dass du da bist. Du musst unseren Agenten befreien und das Portal erreichen. Eigentlich sollte er Daten von der Helix sammeln. Versuche so viel wie möglich davon zu sichern. Hier ist ein Teil der Daten, Okay. die wir gesucht haben. Gut, unsere Techniker werden die Daten sofort analysieren. Die Daten sind verschlüsselt. Bleib einen Moment in ihrer Nähe, damit ich darauf zugreifen kann. Okay, ich entschlüssele sie. Ah, okay, Fertig. verstehe. Okay, ich brauche mehr Daten, um den Agenten zu finden. Haben wir, haben wir, haben wir. Ich hoffe, dass wir so ein paar schnelle Dinger erwischen hier. Da ist ein 50er, den krallen wir uns sowieso. So, jetzt haben wir das und jetzt noch den hier. Da ist er. Du musst ihn da rausholen. Jetzt können wir noch 700 sammeln. Schnell nach unten. Er ist frei. Gut gemacht. Du hast nicht mehr viel Zeit, aber sichere so viele Daten wie möglich, bevor du gehst. Das machen wir doch schnell fix. Was haben wir da für was Laufendes? 20? Her damit. Ich sehe, dass wir da ein paar noch bekommen würden. Ich weiß nicht, was so ein Ziel ist hier. Ob man überhaupt ein Ziel machen muss. Insgesamt noch. Können die restliche Zeit noch schnell sammeln hier. Schnell. Boah. Das Gebiet wird instabil. Die Simulation bricht zusammen. Verschwinde von da. Nach unten. Oh. Sehr gut. Doch es gibt noch mehr Assassinen zu, oh mein Gott. Daten zu finden. Wir sind schnell durchgekommen, muss ich sagen. Geld kriegen wir ein bisschen, wir kriegen Helix-Daten. Nächsten Riss. Wir gehen zurück zur Helix. Zur Helix. Das ist halt so. Das führt zwischendurch jetzt ziemlich Geschicklichkeit angesagt und ich finde das ganz geil. Haben wir gesehen, jetzt so ein bisschen von A nach B runterspringen wieder. Da hat man jetzt blöderweise den letzten Punkt oben erwischt. Ganz schön unten, weil die Welt zusammenbricht in sich. Beziehungsweise das System. Und manchmal muss man nur durchrennen, um den Server zu wechseln. Und jetzt war halt so eine Mission: befreien Assassinen, der in dieser Welt festgestellt, festgebackt ist. Das haben wir jetzt getan und der ist jetzt frei. Zum Mal gucken natürlich, oder was jetzt. Ob er jetzt irgendwie uns beitritt, ich weiß gar nicht, ob es so Missionen gibt, dass man wieder offline oder so nebenbei Dinge sammeln kann. Muss mal gucken. Okay, da ist wieder so eine. Machen wir jetzt aber nicht, das kann ich mal wieder zwischendurch machen.
Ich würde gerne ein bisschen weiter verfolgen. Da drei Dinger gehe ich noch nicht ran. Hier haben wir einen, da haben wir eine Truhe. Nicht renoviertes Gesellschaftsclub. Okay, wo haben wir denn unseren da hinten? Warte mal, ich reiß mal eben dahin. Und dann nehmen wir die Mission hier. Und schauen wir mal. Ich habe noch ein bisschen Geld bekommen. Bisschen Geld. Warte mal. Oh, ist das hier mittendrin, ne? Ne, das ist auf der anderen Seite. Ich glaube, wir kommen da schneller zwischendurch. Kredepunkte. Schnell mal fix die Glocke ab, falls doch mal irgendwas passiert. Und da hinten ist das Clubhaus, was wir noch renovieren können. Ich steck da mal ein, zwei Erweiterungen rein, mal gucken, wie weit wir kommen mit dem Geld wieder. Na kurz an den Nase kratzen. Da durchzugehen. Wie gesagt, also ich werde jetzt nicht alles machen, wenn ich jetzt so solche kleine Mission mache. Es ist nicht, wir werden vielleicht. Naja. Da haben wir doch. Dankeschön. Das haben wir auch. 7 vor 10, ja gut. Massenereignisse. Die kann man immer nebenbei machen. Also das ist jetzt, wenn irgendeiner angegriffen wird oder so. Komm, ich verschaff dir ein schnelles Ende, wenn du lieb warst. Ich stehe auch. Kann man damit. Achso. Muss ich mich jetzt hier verstecken, mal eben kurz. Dankeschön. Ja, warum nicht? Renovieren für 500. Aber mit den Nebenbei-Einnahmen noch. Ich glaube, ich muss noch extra dahin, um das Geld zu holen. Ich weiß glaube nicht, dass es so eine Gesamtruhe gibt. Von den Gesamteinnahmen. Hier haben wir das. Ja, mein Mist. Ah, ne, hier war das, okay. Ausrüstungen. Ich würde gern das Ding zum Renovieren, damit es ein Stück höher. Schauen wir mal eben. Nee. Clubhouse-Mission, die können wir noch machen. Ich würde gern renovieren. Clubhouse-Mission. Oder Mitteilung. Was sind denn zum Renovieren? So, kann man noch die Treppe hier hochgehen? Tatsächlich. Hallöchen. Auf jeden Fall was Feines. Oh, guck mal, da kann da zum Beispiel jetzt nur die Treppe runtergehen, was ich mal glaube. Ja. Dass er nicht so einfach runterspringen kann. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Ist das auf dem Tisch, das Ding? Ne, das ist einer stellen. Ich will doch den erweitern hier. Renovieren wäre schön. Oder kann man den nicht renovieren? Okay. Clubhouse-Mission machen wir später, oder? Wie gesagt, das, wenn ich Zeit habe und Lust dazu. So, da ist wieder eine Koop-Mission, die geht auf. Maximal 4 Spielern, okay. Ach, falsche Richtung. Da müssen wir hin. Lol. Erstmal gepackt und weggeschleppt. Mach es dir doch selbst einfach. Geht es dir gut, Bürger? Bitte schön. Da haben wir das schnelle Ausschalten der Wachen mal eben überbrückt mit dem Verwandeln. Das heißt, es waren zwei Wachen und ich konnte nicht, weil ich nicht Doppelklinge habe, musste ich es irgendwie anders tun. Und es hat sich natürlich auch wieder gelohnt, das Schleichen drin zu haben.
Fähigkeit davon. Wo haben wir denn die Mission? Irgendwo hier zwischendrin, ne? Hier kommen wir rein. Aber. Ziege. Dankeschön. Hopp. Ah, hier ist er. Ich lege Tarot für mächtige Freunde. Einige glauben, ich beeinflusse sie und wollen mir Böses. Ah, ich habe meine Feinde gesehen. Im Traum. Kommt mit mir. Ich spüre es, wenn sie anwesend sind. Ja gut, Dame, dann folgen Sie mal. Ja, die rennt auch noch los, oder was? Schauen wir mal. Ihr Bürger lebt nicht mehr lange. Was? Ja! Ja! Ich spüre. Kann ich die denn verjagen? Entschuldigung, bitte. Ah. Eine Art Bauer. Er ist gefährlich. Ich spüre eine böse Präsenz. Ja, er ist hier in der Nähe. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist er. Viens toi, j'aurais pu me retrouver estropié.